Und zwar zu meiner Wohnungssuche. Ich habe ja gesagt, ich nehme euch mit, aber wir haben jetzt was gefunden für 3.000. Ich zeige es euch gleich mal. Aber das können wir nicht nehmen. Rodia, Rodia. Also hier wäre draußen, wir gehen dann nachher gleich mal raus. Au, 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 böt, böt, böt. Yeah. So, also es ist so, vielleicht hätte ich es mir ein bisschen näher angeguckt, aber es ist ja nur ein großer Raum mit einer ganz schön schäbigen Toilette. Also, ja, ja, dir gefällt alles, ne? Komm, wir gehen raus. Also, wir haben hier noch ein paar Häuschen in Aussicht. Ich habe vorne ein paar gesehen für 4.000 bis 5.000. Okay. On the for YouTube. Und da müssen wir gucken. Ich bin hier in der Gegend bei der Sukumitrot. Und zwar hier die zwei Hochhäuser. Während die Temperatur droht. Das ist schon angenehm hier. Also es gibt ein paar Wohnungen wie hier. Go. Ja, wir look for all. Wie hier, das ist eigentlich sehr angenehm. Ja, wir müssen gucken, dass wir zwei Zimmer finden. Hier mit Autoparking, aber da ist oben drüber nichts, ist zu flach. Ich brauche zwei Räume. So, da unterhalten sie sich gleich wieder. Ja, hier scheinen halt nur teils zu wohnen, aber das ist ja für mich egal. Ja, es gibt schon schöne Häuschen, wie das hier zum Beispiel, das ist ganz okay. Ja, wir müssen eben gucken, weil es ist viel leer und wir müssen jetzt hier rumgucken, wo was leer ist und dann können wir anrufen. Ja, Pomjak Dai, Tuk Tuk Mag Mag, Sipan, okay, Hapan. Ja, I won't look. Ja, wir look vor Song Hong. Ja, ist immer das. 5000. 5000. Make color. Hear everything in house. Ja, ah, Mann, das ist, yes. Da kann ich auch in meiner Bude wohnen bleiben, Mann. Ich wollte für 4.000. Hä? Ja, wir kennen Look. I don't know. Yeah, it's open now. I want to see, okay? Yeah. Ja, ich weiß es gerade nicht, wir müssen mal gucken. Ja, das ist immer das Problem, wenn sie spricht immer sehr undeutlich, auch im Auto eben immer, sie sitzt ja hinter mir und zeigt mir immer den Finger, wo ich langfahren soll. Ich habe da hinten keine Augen, aber da sind die Details wieder mal immun gegen meine Worte. Aber nicht so schlimm, wir werden irgendwas finden. Jetzt werden wir mal gucken. Die suchen gerade und graben gerade. Sie verstehen es eben nicht, wenn ich mit meiner Miete so weit unten wie möglich bleiben will. Und da macht 1.000 Baht im Monat schon viel aus. Also. Aber ich mache mir da jetzt gar keine Sorgen. Ich mache mir das mal schön sachte. Was soll mir passieren? Also, ich halte mal drauf.
Ja, das ist so typisch. Sie erklären es ihr und erklären und erklären und erklären und gucken und gucken und gucken. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Werbung. Bis dann. So ist er nochmal, wir sind immer noch am Laufen. Verstehe einer Details. Wir wollten uns ja einen Raum angucken, der gestrichen werden soll. Aber alle, die das kennen, kennen das. Kam wieder eine neue Teil. Ich habe gesagt, ich habe was viel Besseres für 4,5. Und jetzt weiß ich nicht, jetzt laufen wir irgendwo hin und gucken uns zwei Wohnungen oder ein Haus an. Ich weiß es nicht, ich nehme euch mit. Otto, alles klar? Ja, nein, ja. Ich halte mal drauf, ne? Sag Hallo zu den Leuten. Alles okay? Alles okay? Ja, wir gucken gleich mal. Ja. Wo ist sie hin? Ja, war eigentlich klar, dass das immer längerfristig ist. Und langwierig kenne ich ja. Wo muss ich hin? Die Sonne? Na, kenne ich ja schon zur Gemüte. Und da gucken wir mal. Ja, also wie gehabt, es ist. Ich habe Zeit und damit ist gut. Die haben mir jetzt hier so ein. Hier wird gekocht. Ich kann nicht parken. Alles Thai-Style. Ja, was soll ich dazu sagen? Nichts wie weg hier. Das ist eben das, wenn die Thais, wir haben ja selber geguckt hier und da wo ein Telefonnummer dran steht, rufen wir an. Aber mischen sich hier immer alle gleich ein und dann ist die Höflichkeit des Thais zu warten. Und sich doch die Wohnung anzugucken, aber das war ja, oh, um Gottes Willen. So. Ja, wir kennen Luke, no Problem. Wir kennen Luke next week. Make cha-cha. We are not Luke now for Leo, Leo, quickly, quickly. Cha-cha, me. So, also wie gesagt, wir haben ja auch, wir werden jetzt, weiß ich nicht, was wir machen. Es ist natürlich früh, so um 10:30 jetzt. Ihr seht ja, die Sonne drückt. Ja, also hier wohnen auch Valangs, ne? Ist auch klar. Ja, ist ja gut. An sich schöne Wohnung. Ja, wir müssen halt gucken. Die Nai Ka? Nein. Dongbei? Ja, Dongbei. So. Und die im Hintergrund, ja, was soll ich euch sagen? Wir werden gleich mal gucken, was wir machen. Ist im Allgemeinen so, habe ich ja eben schon mal gesagt, das sind die Telefonnummer, da ruft man an, da kommt derjenige innerhalb von einer halben Stunde. Und wir gucken erstmal nach, überhaupt ein vernünftiges Häuschen. Ja, schön ist es eigentlich hier, schön ruhig. Wenn wir das Auto unterstellen können, wäre das doch was hier. Yeah. Ja, I don't know, hier, Sam Annie, das ist nicht schlecht, das geht.
mit Garten, also jetzt wäre wahrscheinlich zu teuer. Aber sowas hier ist auch okay. Autorin ist oben, die Mama unten. Ja, ich bleib nochmal drauf. Ja, I don't know, wir kennen Look. I only want Look. Wenn kein Car inside, okay. Ach so, da haben sie keine Telefonnummer. Ja, I don't know, ob one loom or two loom. Ja, dann gehen wir look. I don't know. Ja, I want a lot inside, ne? Wenn ich das hier wieder sehe, hier, da gibt es dann nachher wieder nur Streit, sehe ich schon. So, ja, ihr hört es ja. Die unterhalten sich wieder, jetzt reicht mich schon, ist mir zu doof. So, ma. Ja, was ist da? Wow, 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 wow. Gut, bye. 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 So. Alles geklärt. So. Annie hier. Los, Papa. Hallo, Papa. Ja, wir kennen Luke hier. Also, das ist ja, naja, was soll ich dazu sagen? Da gibt es einmal dieses hier. Na, das sieht ja schon ganz schön wüst aus. Und einmal das hier, da kann ich auch reinfahren. Ja, wir kennen Look, I don't know. Wir look this loom, wenn nicht, wir look tomorrow. Tja, da müssen wir gucken jetzt. Also ich würde sagen, mach mal Witz des Tages. Und dann gucken wir mal. So, hier ist er nochmal. Wir haben jetzt eins gefunden, das sieht ganz nett aus. Und du wirst dann schön deinen Mund halten, wenn Lola da ist. Ich zeig mal kurz rüber. Ja, ist auch gut, dass es ein bisschen dunkler ist. Dann weiß wenigstens nicht jeder, wo ich wohne. Ja, da rufen wir jetzt erstmal an. Ist natürlich jetzt schon um 11 rum. Müssen wir mal gucken, ob wir sie wollen. Und wie es ist, also Auto können wir reinparken. Da müssen wir es abwarten. Ansonsten würde ich sagen, wahrscheinlich fahr morgen noch mal her, weil das ist mir jetzt gerade zu anstrengend. Hier in der Hitze rumzurennen und die Leute anzurufen und bei ihnen auf jedem Haus da mal eine Viertelstunde zu warten, bis einer kommt. Und dann habe ich denen das ja schon mal erklärt, dass eigentlich die das machen sollen. Sich das auch angucken sollen. Weil wenn der Wallang mit dabei ist, wird immer gleich wieder draufgeschlagen. Das ist einfach so. Deswegen müssen wir mal gucken, vielleicht verlegen wir das alles auf den 26. Ja? Yeah? Ja. Yeah.
Ja, ihr hört es ja. 10 Minuten wieder warten. Ja, Teilzeit. Wir können ja mal auf die Uhr gucken. Ich habe gar keine Uhr mehr. Ja, wenn it's okay, it's okay. Mit Tito Rasab. Wela Mai. Ja, es ist schon wieder um 11. Ja, das ist ja am 26., dass man das da alles war und da geht es zügiger und schneller. Ansonsten sollen die einfach mal immer mal rumgucken, welche Wohnung was kostet. Obwohl ich das Gefühl habe, dass sie das dann immer vergessen. Ja, ich setze mich hier rein jetzt und warte. Und dann mache ich an, wenn die Besitzerin noch mal da ist. Bis gleich. Was ist denn, willst du rein? Ja, aber da müssen wir auf die Besitzerin warten. Versteht ihr, alles okay mit dir? Papa? Ja. Ja, wir müssen auf die warten, die da aufschließt. Die kommt hier. In ein paar Minuten, hoffen wir. Ja, was jetzt? Ich guck hier. Ja, ich guck da hier. Aber ist da noch alles abgeschlossen hier? Wir kommen da nicht rein. Wir müssen da warten. Also wie gesagt, es ist ein großer Wohnpark hier. Naja, Wohnpark, Teilwohnpark. Wenn ja nicht gerade Party gemacht wird, ist eigentlich alles easy hier. Ich denke mal, das wäre ganz annehmbar, aber warte mal, Otto. 5.000 ist mir eigentlich schon wieder zu viel. Otto, wenn dann noch Internet dazu kommt, sind es schon 5,5 Strom, 6,5. Ich wollte mich eigentlich so 4, 5 einschießen. Ja, müssen wir mal gucken. Auf der anderen Seite, wenn es sehr schick ist und ich kann ja mal mein Auto reinparken und wir haben Internet hier und wir haben zwei Räume, so wie ich mir das vorstelle, mit zwei Toiletten und eine Küche extra. Für Otto ist vielleicht die Treppe auch ganz angenehm, dann müssen wir mal gucken. Na? Ja, ich würde sagen, 10 Minuten sind ja schon rum. Ach so, ich habe meine Uhr. Das Schlimme ist jetzt gerade, ich habe alle Kabel eingesteckt. Ich muss jetzt alle Kabel erstmal wieder raussuchen, um meine Uhr aufzuladen. Aber wo habe ich das Kabel hingepackt? Tja, Fragen über Fragen und wer gibt mir die Antworten? Schön ist, wenn man trotzdem lachen kann. Ja, wir warten jetzt noch und dann gucken wir mal. So ist es gleich. 20 Minuten rum. Jetzt warten wir weitere 10 Minuten hier, weil da ist irgendwie mit Draht gemacht. Und die kriegen das Draht gerade nicht ab. Jetzt haben sie es offen. So, da gehen wir mal rein, machen wir mal langsam. Wenn ihr noch fragt, dann schau mal. So, jetzt hat er's. Ja, ein bisschen Dreck. Aber werden wir mal gucken. So ein Haus hatten wir schon mal. Da hat man aber 10.000 bezahlt. Ja, ja, keine. Ja, ist, ja,
ich weiß auch nicht. Es sah von draußen sehr gut aus, aber ihr seht ja selber. Ja, Song or Ning. Oh. Ei. Also hier ein Raum, das wäre ja meiner. Mit Toilette. Aber, oh, zwei Räume. Aber da führt die Toilette unten. Milo. Also ich gehe erstmal wieder runter. Ich mache mich da gleich immer zu fragen. Okay, okay, Melu, 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 ey, bumm, du. Ich gucke mir gerade die Räume an. Und für 5.000 ist das mir zu viel. Die Toilette ist ja hier, ach, Schreck, hier nichts wie weg hier. Ja, um Gottes Willen. Da können Sie schön reden, wie Sie wollen. So. Das ist schon so 50-50 wäre es schon okay, aber. Ich brauch kein großes Wohnzimmer, ich brauche für mich einen Raum und für die Mutter einen Raum. Und zum Garten. Und die Toilette hier schreit zum Himmel. Oh, oh, no, my dear. My out. Ja, ich würde sagen, wir brechen das heute erstmal ab. Und die sollen mal alleine rumfahren. 5.000 ist viel zu viel für die Mochte hier. Nicht dein Internet noch. Vor allen Dingen weiß ich, wir haben ja schon mal in so einem Dings gewohnt. Und da war an für sich das Problem, dass wir das Wohnzimmer gar nicht benutzt haben. Das stand leer, weil wir uns eh nur in den Räumen aufhalten. Es wäre zwar in dem Fall schön, unten die Mutter wohnt und ich hätte oben meinen Streamingraum. Aber ich glaube, das lassen wir. Grüße gehen heute raus an Erik Lackfisch oder Lockfisch. Sehr geholfen, ich bedanke mich. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch meine Movies gefallen, Abo nach oben da lassen. Abo da lassen, Daumen nach oben da lassen, Movies gucken in nächster Zeit, also die Glocke noch beachten. Ansonsten würde ich sagen, bleibt mir ja gesund, bleibt mir ja treu und werdet alle glücklich. Bye, bye.